Hallo Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emanuel von Sendstern und ich werde in diesem Video vom Thema Merkur rückläufig in Skorpion und Waage sprechen. Merkur wird zwischen heute, den 14. Oktober, bis zum 4. November rückläufig in beiden Zeichen sein, also Skorpion und Waage. Und er wird letztendlich am 19.11. seine Rücklaufzone verlassen haben. Er wird zwischen 28. Oktober bis zum 11. November im Waage kurzfristig sein. Aber die meiste Zeit wird Merkur in Skorpion verbringen. Ich möchte zuerst über Merkur sprechen. Also Merkur ist normalerweise dreimal im Jahr von der Erde aus gesehen im Rücklauf. Er bewegt sich nicht nach vorne, sondern rückwärts. Und das hat eine besondere Bedeutung in der Astrologie, denn Merkur beherrscht unser Denkvermögen, unsere Kommunikation, Urteilsvermögen. Und Merkur erfordert viel Analyse, viel Denken, Lernen, Austausch, Sprache. Und jetzt haben wir Merkur rückläufig in einem Zeichen, welches für Merkur nicht einfach ist. Skorpion. Warum? Weil Skorpion beinhaltet Schattenthemen oder Themen, wovon man sich nicht so einfach befreien kann. Entweder weil man bestimmte Verhältnisse hat, die die eigene Freiheit einschränken, oder weil man sich von einem Thema oder von einem Menschen sich nicht verabschieden kann. Man denkt immer an diese Sache oder an diesen Menschen. Und das ist nicht einfach für Merkur. Ne? Das kann auch geistige Turbulenzen verursachen. Skorpion und Waage haben etwas Gemeinsames, nämlich beide Zeichen haben mit Partnerschaften zu tun. Bei Skorpion spricht man von tiefgründigen Verhältnissen, Geschäftsverhältnissen, Heirat. Verhältnisse, die einen gewissen Verlust beinhalten, weil man nicht hundertprozentig sich selbst sein kann. Ja, man ist nicht alleine, sondern man ist immer im Austausch mit einer anderen Partei, mit einer anderen Person, mit Behörden, mit der Gesellschaft. Und dieser Austausch, diese Beziehung, weil das Leben ja eine Beziehung ist, beinhaltet auch eine gewisse Transformation der eigenen Individualität oder des eigenen Selbst. Das ist mit dabei, ja, also man wird durch den Kontakt zu anderen Menschen, durch den Kontakt mit der Gesellschaft, sich selbst transformieren, umwandeln, und dieser Prozess, der daraus entsteht, ist meistens schwierig, ne? Also das Thema Beziehung, das Thema Steuer, das Thema Fairness in Beziehungen, das ist meistens bei den meisten Menschen eine Herausforderung. Und vor allem, wenn wir über Skorpion sprechen, welches mit Traumata verbunden ist, mit schmerzhaften Erfahrungen, dann ist das natürlich momentan für viele Menschen schwierig, ne? Das alles zu meistern, die Schwierigkeiten, die Ängste zu überwinden. Das kommt gerade vor mit Merkur rückläufig in Skorpion und in Waage. Bei Waage geht es mehr um das Thema Fairness in Beziehungen, Verhältnissen. Ja, und es kann sein, dass man hier sich überlegen muss, ob ein Verhältnis fair genug ist. Wie gesagt, er wird zwischen 28. und 11. November in Waage sein. Und dann geht es um die Harmonie. Die Harmonie, aber um diese Harmonie zu haben, muss man jetzt eine gewisse Tiefe erreichen, um
Fakten gezogen, sich dementsprechend zu entscheiden. Weil es gibt eine gewisse Unentschlossenheit mit Merkur rückläufig in Waage. Und dann erst am Ende November wird eine Entscheidung getroffen. Das betrifft alle Menschen in allen Lebensbereichen. Natürlich muss man hier auch das eigene Horoskop in Betracht ziehen, das Individuelle, aber so ist das allgemein. Ja? Also Merkur in Skorpion heißt es, man konzentriert sich auf etwas, auf jemand. Ja? Also man kann etwas nicht loslassen. Das Thema Tod, Krisensituationen, Sex, Geschlechtsverkehr, das alles gehört zu Skorpion. Und jetzt haben wir Merkur, Kommunikation, Denken, Medien. Also auf der Weltebene können Krisensituationen leicht entstehen mit Merkur in Skorpion. Dinge, die Angst machen, Schattenthemen, vor allem am Ende November ist das möglich, ne, dass man hier mit krassen Ereignissen weltweit konfrontiert ist. So, das Thema Erbe. Erbschaft kann auch mit Skorpion zu tun haben oder es hat damit zu tun, denn Skorpion beinhaltet Tod, ne, das Thema Tod gehört dazu, Erbe, Umwandlung, Transformation, psychologische, tiefpsychologische Prozesse, die teilweise schmerzhaft sind, gehören zu Skorpion und natürlich, wie ich gesagt habe, das Thema Sex. Denn Sex und Tod sind die zwei Grundelemente des Lebens. Und ich kann auch euch sagen, mit Merkur rückläufig in Skorpion sollte man die Dinge tiefgründig überprüfen, bevor man Ende November letztendlich eine Entscheidung treffen kann mit Merkur rückläufig in Skorpion und in Waage. Jetzt gehen wir zur Sache, also ich sage zu allen Sternzeichen etwas. Und man sollte hier besonders aufmerksam auf das eigene oder auf den eigenen Aszendenten sein. Aszendent, ja, das sollte man immer wissen. Ich beginne mit Skorpion. Also Skorpion, du bist dabei, eine Sache zu beenden, die nicht einfach ist, weil andere Menschen haben einen Einfluss darauf. Und das schränkt dich ein, ja, diese Angst, die du hast. Naja, du denkst, was passiert, wenn ich dies und jenes mache? Wie reagieren andere Menschen? Wie reagiert eine andere Person? Okay, also du machst dir Gedanken, wie kannst du am besten eine Sache erreichen, ohne dass du Probleme hast. Ja, aber vielleicht solltest du diese Ängste beseitigen und Ende November wenn du ein klares Bild von deiner Lebenssituation hast, eine Entscheidung treffen, ohne Angst. Okay, lieber Skorpion. So, jetzt bin ich mit Skorpion fertig und wir gehen zum nächsten Zeichen, das ist Schütze. Also Schütze hat es nicht einfach, weil bestimmte Inhalte, Personen oder Situationen aus der Vergangenheit tauchen wieder auf. Und das ist schmerzhaft, ja, weil man sich wieder mit Themen befassen muss, die schwierig sind. Sei es, weil jemand krank ist, jemand ist gestorben oder man hat irgendwelche Ängste. Vielleicht hat man Angst, isoliert und alleine zu sein. Vielleicht hat man Angst, hier keinen Schlaf zu bekommen. Man hat auch Schlaflosigkeit, weil man sich sehr viel mit der Vergangenheit beschäftigt, wenn man Schütze ist oder Schütze-Aszendent. Dann sprechen wir von Steinbock. Also bei Steinbock muss man sich von etwas oder jemandem befreien, damit man sich freier entfalten kann. Es geht um die eigene Freiheit bei Steinbock. Und man muss hier loslassen. Man muss auch bereit sein,
flexibel zu bleiben, Flexibilität. Denn es werden sich bis Ende November bestimmte Dinge ändern, die man vielleicht, wo man dachte, okay, das bleibt so, aber nein, es wird sich verändern und zwar plötzlich. Ja? Also das betrifft alle Lebenssituationen. Man muss sich ausfragen, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind? Ja? Es gibt einen Freund oder ein Bekannter, der nicht ehrlich ist, lieber Steinbock. Das musst du überprüfen. Dann gehen wir zu Wassermann. Also bei Wassermann geht es um das Thema Behörde, Cheffiguren. Ja, also behördliche Situationen, legale Situationen, die geregelt werden müssen. Vielleicht hat man hier Konflikt mit Chef, mit Vater. Und das geht meistens unterschwellig. Ja, das Ganze funktioniert unterschwellig. Also es gibt Dinge, die nicht angesprochen werden. Und man muss hier wirklich tiefgründig feststellen, was sind die Fakten, sich ein bisschen zurückziehen und warten bis Ende November, bis man mehr Klarheit über diese Themen oder Personen hat. Dann gehen wir zum nächsten Sternzeichen, das ist Fische. Also Fische macht sich viele Gedanken um die Zukunft, ja, um die eigenen Projekte, die Umsetzung der eigenen Wünsche. Und man hat hier Angst, einen Schritt zu machen, ja, weil man Verlustängste hat. Und vielleicht sollte man sich zutrauen, ne, einen Schritt zu machen, auch wenn man nicht alles weiß. Denn das führt dazu, dass Möglichkeiten, die man nicht kennt, plötzlich auftauchen und dann hat man plötzlich Glück. Aber man muss sich öffnen dafür, ja, also bestimmte Glaubenssätze einfach vergessen und sich für Neues öffnen, mit der Vergangenheit abschließen, so dass man hier von Null an wieder beginnen kann. Dann haben wir das Thema oder das Zeichen. Wieder, also wieder hat es sehr schwierig gerade, also hier können psychische Probleme geben, man hat viele Ängste, man wird mit Schattenthemen konfrontiert, mit dem Thema Sexualität, Tod, Umwandlung, Erbschaft, ja, also Erbe, Schattenthemen allgemein, also für wieder ist das nicht einfach, weil man das Gefühl hat, man kommt nicht raus aus einer Situation und man ist sehr beschäftigt mit einem Menschen, mit einem Thema, das Thema Versicherung, Steuer. Diese Themen können für viele Wieder-Aszendenten und Wieder-Sternzeichen wichtig sein. Und es gibt bestimmt Geheimnisse in einer Partnerschaft, ne? Vor allem in Verbindung mit dem Thema Geld. So, dann gehen wir zum nächsten Zeichen, das ist dann Stier. Also bei Stier geht es rein um das Thema Partnerschaft, Fairness in Partnerschaften. Und vieles hängt davon ab, was andere Menschen entscheiden. Man kann etwas nicht ändern oder man denkt, man kann eine Situation nicht ändern. Aber man muss das individuelle Horoskop in Betracht ziehen, um zu wissen, ob das stimmt. Oder ob man sich nur von Angst führen lässt. Heiraten wäre momentan eine Katastrophe. Und dieses momentan ist zumindest bis Dezember dieses Jahres. Also für Stier wäre das eher ein Verlust. Das Thema Geschäfte allgemein, können ein bisschen schwierig sein. Man sollte auch aufpassen, dass man keine schmutzige Geschäfte macht oder dass man sich nicht von anderen ausnutzen lässt, wenn man Stier ist. Dann gehen wir zum Thema Zwillinge. Zwillinge hat es auch nicht leicht. Man ist mit einem Menschen beschäftigt, der nicht die Wahrheit sagt, oder man selbst sagt auch nicht die Wahrheit über eine bestimmte Angelegenheit. Man hat sehr viel Stress im Alltag
Und bis Ende November sollte man sich überlegen, ob man sich entlasten kann, psychisch, ne? Dass man ein Thema vergisst, Abstand von einer Person oder von einer Situation nimmt, sodass man sich körperlich und gesundheitlich regenerieren kann. Es kann sein, dass wenn man Kollegen hat, Arbeitskollegen, dass jemand bösartig ist und man weiß das nicht. Ja? Dann gehen wir zum nächsten Sternzeichen, Krebs. Also bei Krebs geht es um die eigene Selbstentfaltung. Und man hat vieles verdrängt, ja, vieles geschluckt. Aber das macht dich krank, lieber Krebs. Du musst dich äußern, du musst das vom Herzen sagen, was du sagen möchtest. Denn ansonsten wird das alles so weiterlaufen wie bis jetzt. Ja? Und dann hast du keine Macht über die Situationen. Das Thema Kinder, Enkelkinder ist zurzeit besonders wichtig für alle Krebse. Dann haben wir Löwe. Also bei Löwe geht es um das Thema Wohlbefinden im Sinne von psychosomatische Erkrankungen, die auftauchen können, wenn man einfach den inneren Frieden nicht hat, was man haben sollte. Warum? Weil man kann sich von einem Thema nicht verabschieden. Man ist sehr misstrauisch. Man lässt andere Menschen nicht in das Leben des einen, sondern man nimmt einfach Abstand, ja, man zieht sich zurück, vor allem in Verbindung mit dem Thema Familie, Wohnung, Wohnsituation. Man beobachtet einfach nur. Und das ist auch ein bisschen schwierig, ne? Für alle Löwen. Das Thema Mutter, Wohnung, Haus, sehr schwierig. Also alle diese Themen sind momentan schwierig für alle Löwen. Und hier muss man tiefgründig sein und auch nicht kämpferisch eingestellt sein. Das würde momentan nichts bringen, ja. Dann haben wir Jungfrau. Also Jungfrau ist sehr beschäftigt. Ne? Wahrscheinlich muss man hier lernen oder man beschäftigt sich mit Papierkram. Und da muss man wirklich schnell zum Kern der Dinge eindringen, bis man die Fakten, alle Fakten weiß über, oder kennt, ja? Über eine Angelegenheit. Und das ist für Jungfrau schwierig, das ist eine Herausforderung. Man muss hier seine Urteilskraft tiefgründig anwenden, ja, wenn man Jungfrau ist. Das Thema Reise ist momentan nicht zu empfehlen. Ich würde nicht verreisen oder eine Umsiedlung erzielen oder Wohnwechsel. Das wäre momentan für alle Jungfrauen sehr schlecht. Es kann sein, dass man sehr viel um ein Geschwisterteil denkt, Bruder, Schwester oder Nachbarn. Dann haben wir dann zum Schluss Waage. Und bei Waage geht es um die Sicherung der eigenen Existenz. Das betrifft das Thema Geld, Familie. Und hier muss man auch sich Gedanken machen um das eigene Geld, um Besitz, um die eigenen Werte. Man muss für seine eigenen Werte kämpfen. Was ist für mich die Wahrheit? Was funktioniert für mich? Ja, damit man wieder Kontrolle übernehmen kann, Verantwortung über das eigene Leben. Und wie gesagt, das Thema Sicherung in Verbindung mit Geld, Versicherung, Steuer, Einkommen, das kann für Waage besonders wichtig bis Ende November sein. Und vor allem jetzt bis zum 4. November, denn dann haben wir Merkur rückläufig. Also ich würde hier mit dem Thema Geld nichts verändern wollen. Ja, also man würde hier ein Risiko eingehen, welches gefährlich sein kann. Und man darf sich auch nicht ausnutzen lassen von anderen Menschen, wenn man Waage ist oder Waage-Aszendent. Das wollte ich noch sagen. So, liebe Astro-Rebellen, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Ich hoffe, ihr habt eine glückliche Zeit mit Merkur rückläufig in diesem Horrorzeichen Skorpion. Also so schlimm ist das auch nicht, aber Skorpion ist heavy, schwierig und Waage, ja, es geht um die
eigene Entschlossenheit, die eigene Beziehung, Fairness in Beziehungen und in allen Verhältnissen, die man führt. Also ich wünsche euch alles Gute, und falls ihr eine individuelle und tiefgründige Prognose haben möchtet, ich bin immer da für euch für eine individuelle Beratung. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.